In diesem Video zeige ich euch, wie man Pocket Holes nahezu verschwinden lassen kann. Hallo Leute, Waldemar hier. Bauen mit Taschenlöcher bietet meist immer die Möglichkeit, verdeckt zu arbeiten. Aber in manchen Fällen geht es einfach nicht und dazu bieten wir eben mehrere Möglichkeiten. Wir haben zum einen fertig portionierte Dübel in verschiedenen Holzarten, die man schnell und einfach einleimen kann, um damit eine verdeckte Holzverbindung herzustellen. Alternativ dazu kann ich mit der 700er Serie mit natürlich der passenden Bohrschablone meinen eigenen Holzdübel herstellen. Der Vorteil natürlich, ich kann passend zur Maserung als auch zum Farbton das Ganze machen. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch anhand eines Beispiels. Passend zur Bohrschablone habt ihr immer standardmäßig den Holzdübelbohrer dabei. Damit könnt ihr sofort loslegen und eure ersten Dübel herstellen. Zum Bohren nehmt ihr euch einfach am besten ein Reststück. Wichtig, maximale Drehzahl und wenig Vorschub, dann habt ihr das beste Bohrergebnis. Werkstück einspannen. Los geht's. Et voilà, fertig damit. Was ihr noch machen müsst, ist im Grunde genommen hinten den Teil in einem 15-Grad-Winkel ansägen. Handsäge, Bandsäge, Tischkreissäge, das ist euch überlassen. Und schon könnt ihr den Dübel einsetzen, um ihn eben zu verleimen. Wir haben jetzt hier den klassischen Fall einer Rahmenverbindung. Und in dem Fall möchte ich gerne, dass das Ganze verdeckt ist. Das Ganze geht super easy in 3 Schritten. Erstens, wir tragen den Leim an. Im 2. Schritt setzen wir die Dübel ein. Und im 3. Schritt schleifen wir das Ganze plan, damit es schön bündig und möglichst unsichtbar ist. Und schon kann es losgehen. Sobald der Leim abgebunden hat, kann man die Überstände mit einem Schleifklotz, Stemmeisen oder mit einer kleinen feinen Säge beseitigen und eben das Ganze plan machen. Ich würde sagen, das Endergebnis kann sich richtig gut sehen lassen und ich zeige euch jetzt am besten mal das in der Nahaufnahme nochmal. Man kann eigentlich ganz gut erkennen, dass die Maserung relativ gut passt zum Holzdübel und dadurch das einfach ein homogenes Bild ergibt. Das war es jetzt auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Euer Waldemar. Ciao.